Ja, also so ist ja wirklich gar nicht schlecht, ne? Wenn man dann ein bisschen so nach unten geht. Weil dann neigt man nicht dazu, so einen krummen Buckel zu machen. Ja, ich habe hier das Exoskelett Schuler von Otto Bock an. Das unterstützt ein Assistenzsystem, um schwere Lasten zu heben. Durch Federkraft und Zughilfe kann ich meine Arme leichter nach oben bewegen. Diese Kisten sind relativ schwer und wenn ich sie dann jetzt hochheben möchte, bekomme ich dadurch hier Unterstützung, kann die Kiste hochheben und wieder ab. Das ist das Prinzip von diesen Geräten. Sie wirken ungefähr bis in diese Höhe sehr gut. Was wir eventuell noch mal bräuchten, noch eine höhere Unterstützung, aber bis hierhin ist schon mal kommt man sehr gut. Man muss beim Runternehmen etwas gegen die Federkraft arbeiten, ansonsten fühlt sich das Ganze nicht behindernd an. Ich kann mich frei bewegen, ich kann nach unten greifen. Also hier für solche Tätigkeiten ist es gut. Ich bin nicht eingesperrt in diesem Gerät, sondern wirklich, man kann es hinten noch sehen, wenn ich mich bewege, die Geräte sind schon frei auf meinem Rücken her. Ja, das war jetzt ein erster Test, einfach für die Pflege und für den OP-Bereich. Kann man noch nicht überall einsetzen, sind noch ein paar Punkte, wo man eventuell dran feilen kann, aber die geht in die richtige Richtung und man kann da auf jeden Fall, wenn man dort weiter dran arbeitet, das Ganze optimieren.